Spieltag 32 hier im Sparkassen Erzgebirgsstadion. Die Partie FC Erzgebirge Aue gegen die SG Dynamo Dresden. Am Ende ein 1:1. Parallel zu uns gab es die Partie von 60 München gegen den FC Ingolstadt. Da hieß es am Ende 4:1. Was sagen die Trainer zur heutigen Partie hier bei uns im Sparkassen Erzgebirgsstadion? Zuerst Dynamo-Trainer Ralf Lohse, bitteschön. Ja, ich denke, wir haben insgesamt ein sehr packendes, faires und auch friedliches Derby gesehen. Ich glaube, es war viel Kampf drin und trotzdem bewegte sich alles im Rahmen der Möglichkeiten. Wir haben am Anfang nicht die Körpersprache gezeigt, die ich mir gewünscht habe, nämlich hier gewinnen zu wollen und zu können, sondern wir haben doch mehr erstmal versucht, den Gegner zu kontrollieren, sind dann unglücklicherweise in Rückstand geraten. Ich glaube, es war eine Abseitsstellung, aber man darf natürlich auch nicht am 16er den Gegner so frei zum Schuss kommen lassen. Wir haben uns dann, ich glaube, das war wichtig, das 0-1, um wach zu werden und auch Dominanz auszuüben, haben das Spiel immer mehr bestimmt, spielerisch von hinten gute Lösungen gefunden, leider im Angriff nicht die Tagesform gehabt, um das Spiel heute zu entscheiden. In der zweiten Halbzeit waren viele Möglichkeiten da, das Spiel klar auf unsere Seite zu ziehen. Stattdessen haben wir noch Glück gehabt, bei der Chance, insbesondere vom König oder ein, zwei sehr guten Schüssen, nicht in Rückstand zu geraten. Ich bin nicht unzufrieden mit dem Punkt. Die Ausgangssituation war für uns sicher nicht so leicht. Alle haben gedacht, ja, Dynamo, für Dynamo geht es um nichts mehr. Und Aue kämpft natürlich um jeden Millimeter. Deswegen hoffe ich, dass der Punkt den Auern mehr nützt als uns. Dankeschön. Tja, das hoffen wir auch. Und damit Querpass zu Carsten Baumann. Ja, dankeschön. Ja, also ich freue mich natürlich auch, dass das alles friedlich und fair geblieben ist. Hätte mich natürlich mehr über 3 Punkte gefreut. Wir haben, glaube ich, auch in den Anfangsminuten alles dafür getan, dieses Spiel positiv zu gestalten, sind in Führung gegangen, hatten danach noch eine Riesenchance durch Halil Safran mit dem Kopfball und ich glaube ein 2-0 hätte uns auch ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Das Problem danach war, dass ab der 25. 30. Minute mit dem Fabian Müller und dem Guido Kotscher zwei schon angeschlagene Spieler sich gemeldet haben, dass sie nicht weiterspielen können. Zusätzlich zu unserem großen Lazarett noch zwei dazu, das war natürlich schwer zu verkraften und demzufolge haben wir auch unseren Spielfluss verloren, haben uns zu sehr hinten reindrängen lassen, haben keine Entlastung mehr bringen können nach vorne für unsere Abwehr und irgendwie lag das Ausgleichstor der Dresdner auch in der Luft. Ja, zweite Halbzeit, glaube ich, war es ja fast schon ein offener Schlagabtausch. Die Mannschaft, die das Tor schießt, gewinnt. Wir hatten gute Chancen, aber die größte sicherlich der Poté. Und wenn ich sehe, wie der Ball an den Pfosten geht, wie gefährlich Dresden auch immer war, muss ich sagen, in der zweiten Halbzeit bin ich froh, dass wir diesen Punkt hier behalten haben. Wir werden am Ende sehen, was er wert ist und werden jetzt morgen erstmal gucken, wie die Konkurrenz spielt. Dankeschön. Dankeschön, Carsten Baumann, unser Cheftrainer zum Spiel. Und jetzt ist die Zeit für Fragen. Kjell Riedel eröffnet die Runde von der Freien Presse. Eine Frage an Carsten Baumann. Der Vertragspoker um Skerdilay Zuri ist jetzt geklärt, er kann die 15 Spiele nicht mehr schaffen. Nach seiner Einwechslung heute bester Mann auf dem Platz fast, ist es jetzt im Abstiegskampf nicht an der Zeit, ihm trotzdem mal die Chance zu geben von Anfang an und im Zweifelsfall ihn dann halb zur Halbzeit rauszuwechseln, wenn die Kraft alle ist. Ja, aber ob ich ihn jetzt von Anfang an bringe und eine Halbzeit rauswechsel oder ihn in eine Halbzeit bringe, das sind immer noch 45 Minuten und ich habe schon mal gesagt, dass der Skerdi jetzt in einem Alter ist, wo man mit seinen Kräften haushalten muss und es ist dann immer leichter, wenn man leichtfüßig ist, leicht oder schnelle Bewegungen hat und reinkommt, wenn die Gegner schon etwas müde sind. Und ich glaube nicht, dass wir in der ersten Halbzeit schlecht gespielt haben. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass wir eine gute Leistung abgeliefert haben. Und wir wollten den Skerdi auch schon früher reinbringen, aber dann hat der Adi Lacheb signalisiert, dass er Probleme mit seinem linken Knie hat. Deshalb hat es ein bisschen länger gedauert, sonst hätten wir ihn sicherlich schon in der, ich glaube, was war das, 55. oder so gebracht.
Gibt es weitere Fragen? Der Kollege, bitte vielleicht ganz kurz Name und Redaktion. Leimert, Dresdner Neueste Nachrichten. Herr Lohse, die Auswechslung von Papadopoulos zur Halbzeit, lag das auch daran, dass er angeschlagen war? Nee, das lag nicht daran, dass er angeschlagen war. Das lag daran, dass er schon eine gelbe Karte hatte nach, ich weiß nicht, gefühlten 50 Minuten. Hat wahrscheinlich das Temperament von Olympiakos gegen Panathinaikos da an den Tag gelegt. So kann man natürlich in so einem Derby nicht in den ersten Zweikampf gehen, an der Mittellinie den Gegner so umgrasen, dass er schon halb rot hat. Ich hätte am liebsten natürlich direkt gewechselt, aber das hat sich dann ein bisschen beruhigt und Fiello hat sich die ganze Zeit bereit gehalten und ja, so wie das Spiel dann lief, habe ich mich einfach dazu durchgerungen, aufgrund der gelben Karte, aber auch um spielerische Impulse zu geben, da der Raum auch gerade in diesem Bereich da war, den Fiello einzuwechseln und ich glaube, es war auch richtig so. Gibt es weitere Fragen? Nochmal der Kerr Riedel von der Freien Presse. Noch eine Nachfrage. Sie haben in der Pressekonferenz gesagt, Tobias Kemper hat Ihnen versprochen, 100% für Aue zu geben. Sie haben ihn heute gebracht. Wie sind Sie mit seiner Leistung zufrieden? Ich glaube, dass die Leistung durchwachsen war. Ich habe mir sicherlich mehr davon versprochen, von seiner Einwechslung. Er sollte sich anspielen lassen, sollte für Entlastung sorgen, mit dem Ball am Fuß auf die Abwehrkette zugehen, das 1 gegen 1 suchen, vielleicht Freistöße ziehen. Das hat er teilweise überhaupt nicht gemacht. Er war zwar frei, hat dann aber zu lange gewartet, anstatt den Weg nach vorne zu suchen. Also das, ja, das war heute mehr als durchwachsen. Dankeschön. Da war noch ein Dresdner Kollege, glaube ich. Ja, Sven Geißler, Sächsische Zeitung. Herr Lohse, Sie haben gesagt, dass wir in der Offensive nicht die Tagesform hatten. Wie sehen Sie unter dem Aspekt die Leistung von Robert Koch und er hatte ja dann auch wieder die gelbe Karte und Sie haben ihn trotzdem drin gelassen. Ja, vielleicht sagen Sie mal, warum? Warum ich ihn drin gelassen habe? Das habe ich ja schon oft gesagt, weil ich einfach immer damit rechne, dass er noch ein Tor machen kann. Er hat mit die besten Fitnesswerte und ich habe auch gesehen, dass er läuferisch auf der Höhe war. Er hat heute sich von der Körpersprache ganz anders präsentiert als zuletzt, nicht mit den, wie ich das auch gefordert habe, nicht so viel wie sich mit dem Schiedsrichter und dem Gegner zu beschäftigen, sondern sich aufs Fußballspielen zu konzentrieren und dass er das besser kann als heute, glaube ich, das wissen wir alle. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann bedanken wir uns ganz herzlich. Der letzte Spieltag am kommenden Sonntag. Dynamo empfängt St. Pauli. Wir fahren zum MSV, beiden Mannschaften viel Erfolg und Dynamo eine gute Heimreise. Dankeschön und Glück auf. Okay.